Nee, komm, hör auf! Paragraph 9! Ich bin fix und fertig, ich schwitze! Und du bist noch da? Respekt. Paragraph 9 SGB 1, Paragraph 9 ist Sozialhilfe. Wer nicht in der Lage ist, ich lese es vor, einfach, wer nicht in der Lage ist, aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in besonderen Lebenslagen sich selbst zu helfen und auch von anderer Seite keine ausreichende Hilfe erhält, hat ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, die seinem besonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens sichert. Satz 2. Hierbei müssen Leistungsberechtigte nach ihren Kräften mitwirken. Ich liebe diesen Paragraphen. Habe ich euch das schon gesagt, dass ich die Gesetze liebe? Ach, ich meine, klar, die meisten Menschen halten sich nicht dran. Selbst die Kommunen nicht. Aber hey, okay. Okay, ich werde nicht mehr reden. Das schießt auch auf mich. So ein Arschloch, sagen sie. Ich liebe es. Also, es ist ganz klar, und ich versuche es kurz möglich zu machen, wenn man natürlich nicht die Möglichkeit hast, du wurdest zu Hause rausgeschmissen, du bist bei einem Freund untergekommen, du darfst da leben, die Eltern sagen, fick dich ins King Motherfucker, ne? Du bist ein Arschlochkind, whatever, irgendwas ist Böses passiert, tja, dann natürlich ist es das Cleverste, zum Amt zu gehen und sagen, hey, ich brauche Hilfe von euch, meine Eltern haben mich rausgeschmissen, ich bin gerade mal 15 Jahre alt, ich weiß nicht, wo weiter. Ich wohne jetzt bei einem Kumpel, der hat mich untergebracht, aber hey, er kann mich jetzt nicht auch ernähren, ne? Ich meine, hallo, ne? Das macht er jetzt nicht, aber ich kann bei ihm übernachten. Ne? Dann sagen die zum Beispiel, ja, okay, wir müssen dir helfen, ganz klar, du bist ein junger Mensch, ne? Darf ich da nicht so einfach im Stich lassen, ne? Und deswegen wird er auch genommen aus eigenen Kräften, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern sich selbst zu helfen, auch wenn er keine Ausgaben mehr erhält, ne? Damit wird klar und klar gesagt, was ich jetzt abgekürzt habe, wenn die Möglichkeit nicht mehr besteht, selbst sich nicht mehr zu helfen, selbst dein Leben nicht zu bestreiten, dann sind wir für dich da, sagt das SGB. Sagt die Kommune, hey, das ist das Gesetz. Ist das Kommune? Laute! Oh, die Regie schaut wieder so auf mich. dann hast du natürlich Hilfe, du hast ein Recht auf persönliche und wirtschaftliche Hilfe, das heißt persönlich, dir wird erstmal persönlich geholfen, geistlich, schulisch, sonstiges, alles was halt zu deiner Persönlichkeit, also alles auf was dich sich bezieht und wirtschaftlich alles bedeutet, alles was geldmäßig sich drauf bezieht. Ne? Du brauchst Geld, du brauchst Hilfe, du bist jetzt da richtig aufgeschmissen, die Eltern wollen mit dir nichts zu tun haben oder die Verwandten oder sonstiges, was auch immer passiert ist. Ne? Ich mache immer so extreme Beispiele, weil die sind sehr einleuchtend. Dann sagen die natürlich, dass auch dieser besonderen Bedarf entspricht, ihn zur Selbsthilfe befähigt. Das heißt, je nach Bedarf, was du brauchst, dann überprüfen und dann heißt es auch, dass die dir helfen wollen. Das heißt, die motivieren dich, die sagen so, so, das und das machst du jetzt, damit du das und das bekommst und so weiterkommst. Ja. Dass du halt wieder an Teilnahme, an einem Leben der Gemeinschaft ermöglicht, ne? Das ist klar, dass du nicht so zu Hause hockst, dass du dich teilnehmen kannst, dass du wieder selbstbewusster wirst, dass du wieder positiv, optimistisch und in die Sache gehst, ne? Und nicht depressiv mit einem Messer so, oder Kantana-Schwert so, ich. Mein Leben ist zu Ende. Ne? Und Führung eines menschenwürdigen Lebens. Ne? Ganz klar, menschenwürdig ist halt ne? Dach über dem Kopf, essen, trinken, schlafen. Ne? Und das wird dann dementsprechend gemeint. Und der letzte Satz natürlich heißt ja, der Staat sagt sich, hey, wir helfen dir gerne. Herr Schuster oder Herr Müller oder Tobias oder Sebastian, machen wir wirklich gerne. Doch wir können dir zwar die Tür zeigen, und bis dahin helfen wir dir bis zu der Tür, aber durchgehen, den Rest musst du schon selber machen, da musst du auch mitwirken. Okay? Und natürlich heißt mitwirken auch, die müssen wirklich helfen. Nicht nur sagen, wir helfen dir, aber sie tun es nicht und du tust noch was, aber sie nicht. Also das ist von beiden Seiten muss das geben und nehmen kommen. Und das war's auch schon. Wir sind
wow, wir sind durch. Nein, natürlich nicht, aber bis 9 sind wir. Und das ist schon mal was Gutes. Nächste Woche kommen die neuen Videos. Ich werde jede Woche versuchen, so viele möglich Paragraphen euch zu erklären. Aber das ist alles kostenlos. Ich nehme sehr viel Aufwand und das ist das, was ich wirklich gerne machen würde. Leuten helfen, Leuten was erklären, ganz klar, das ist ein Verständnis, habe ich. Und ja, lange Rede, kurze Peace.